سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. Herr Güllek, ich bin gerade jetzt am Hauptbahnhof angekommen. Hast du alles fertig? War klar, ein Terroranschlag in Deutschland, Auftraggeber der sogenannte Islamische Staat. Gestern konnten 3 Männer festgenommen werden und laut Staatsanwaltschaft stammen alle 3 aus Syrien. Anschlagsziel war die Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf. Hier sollten sich 2 Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und anschließend sollten weitere Attentäter Menschen mit Gewehren und Sprengsätzen töten. الحمد لله زينه. شوف ما نعلم. الله يساعدك الله يساعدك. ما له يوصل يوصل في ما الله على السلامه. والله اي كله تمام كله تمام بس بعد احمد لازم يجيب المسدس. Und was ist mit den anderen Punkten? Einfach holen, wenn einer muckt, muss einer halt da sie aufhalten. Bis die Polizei kommt, brauchen die 10 Minuten. ما جبت مسدس؟ جبته وجبته فول اوتوماتيك. وسكينه؟ جبتها وجبت حتى سيف للذبح. ماشي ب11 لعد من الشارع الملي احنا نبدي. Staat. Deine Religion schreibt dir vor, dass du gegen Unrecht was unternehmen sollst. Was hast du gegen Unrecht unternommen? Oder ist es egal? Anscheinend warten wir, bis wir betroffen sind. Oder vielleicht, wenn ich bald hier ohne Kopf vor dir liege, würdest du dann was machen? Ja? Wir sind gegen sowas. Gegen Tod, gegen Mord, gegen Terror. Sowas, solche Bilder müssen wir sehen. Wir müssen aufwachen, was dagegen tun. Gegen radikale Menschen. Also hier, ich weiß nicht, warum der Sound weg war hier, aber hier hört man so richtig harte Schuss eigentlich. Geht einfach weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so eine Hinrichtung, auch wenn sie nachgestellt ist, sehr bedenklich. Es war wirklich so, davor haben wir immer geredet mit Menschen auf der Straße oder Flyer verteilt oder sonst was. Und das hat die Menschen gar nicht berührt, das hat die gar nicht bewegt. Aber wenn man so eine Szene auf die Straße bringt, bei uns war das so, wir bringen so eine Szene, alle sagen, stopp. Ich habe einen Termin, aber egal, ich will sehen, was da ist. Ja. Und das war halt wichtig, dass wir die Leute erstmal dazu kriegen, schaut mal hin. Also schauspielerisch und auch aufnahmetechnisch ist es ja top. Aber dieses Spiel mit der Gewalt, das ist das Problem. Ja, ob es überall richtig aufgefasst wird und ob es nicht in den falschen Hals genommen wird. Mhm. Eben, das kommt sehr leicht in den falschen Hals. Aber sehr radikal, sehr idealistisch. Sie betreiben Kunst auf einer Ebene, die sehr politisch ist und sehr aktuell und sehr gefährlich. Das ist hier die Pistole von der ISIS-Hinrichtung, dieselbe. Sieht ziemlich original aus, aber ist natürlich gar nicht original. Ich lasse sie eigentlich immer in unmittelbarer Nähe, eigentlich bei mir zu Hause. Im Fall der Fälle, falls jemand hier reinkommt oder so. Hier habe ich auch ein bisschen gefärbt mit der Farbe, damit das hier nicht weiß aussieht, weil normalerweise ist alles schwarz. Das sieht man aber, wenn man hier ladet, sieht man das. Ich wohne in Düsseldorf und die haben mich in Düsseldorf erkannt. Und das ist nicht einfach, wenn man alleine lebt. Also, okay, ich tue auf mutig oder ich bin es manchmal tagsüber, aber nachts ist was anderes. Muss man ehrlich so geben. Nachts ist es anders. Also, wenn man alleine hier reinkommt, ist es anders. Leute, ich war gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, wurde aus dem Hinterhalt angegriffen. Ich kann erahnen, wer das ist. Ich kann nur sagen, dass das ein bisschen Verletzungen sind, eine Ehre und eine Bestätigung für unseren wahrhaftigen Weg. Guten Tag, hallo. Und zwar wollte ich eine Anzeige erstatten gegen Rufschädigung. Ich habe alles hier dabei an Beweismitteln. Drohungen, also Gewaltdrohungen. 12thMemoRise heißt die Gruppe. Ist allgemein gegen Terror. Wir hatten auch schon mal Aktionen hier in der Innenstadt und so weiter und so fort. Am Anfang hatten wir Aktionen, die eher friedlich waren, die eher um gesellschaftliche Themen sich gehandelt haben. Das war, um das Islambild auch in der Gesellschaft gut darzustellen. Jedoch haben wir festgestellt, dass die Probleme tief in unserer Religion verankert sind. Die schweigen darüber, die tragen was dazu bei, dass es auch noch verschlimmert wird, dass die radikalen Lehren immer noch verbreitet werden. Und deshalb dachten wir, diese Methode, die wir am Anfang angewendet haben, die werden nichts bringen. Wir haben uns für andere Art von Aktionen entschieden. Warte, warte! Wir haben uns mehrere Videos angeschaut von dem IS, mehrere Hinrichtungsvideos. Und was wir festgestellt haben, ist, dass sie mit den einfachsten Instinkten arbeiten und dass sie sehr gut auch auf die mediale Darstellung, die Ästhetik achten, um das Ganze wie ein Spiel, wie ein Spielfilm darzustellen. Was ist nur mit euch, oh Muslime? Fast die ganze Welt fürchtet sich vor eurer Religion. Und sogar Muslime flüchten vor den muslimischen Ländern. Ist das euer Islam? Und noch eine Wahrheit will ich verraten. Unsere Videos sind nicht krass. Unsere Videos ist eigentlich das Mindeste, was man machen sollte. Aber es ist krass, weil wir erstens in Deutschland sind. Es ist krass, weil wir alle jugendlich sind. Unsere Videos sind krass, weil wir nur mit Emotionen, nur mit Gefühlen reden. Wir haben die Initiative ergriffen, denn wir konnten es nicht erdulden, dass uns dieses Bild, dieses radikale Bild zugewiesen wird. Um ehrlich zu sein, wir haben mit der Reichweite nicht gerechnet. Also innerhalb von 4 Tagen haben wir über 120.000 Aufrufe auf YouTube. Dementsprechend waren dann die Medien auch aufmerksam und so weiter und so fort. In diesem Moment begannen dann die Muslime, die uns am Anfang kritisiert haben, auch hier in diesem Moment gegen uns zu wirken. Wir haben Freunde verloren, wir haben, einige von uns haben sogar Familienangehörige verloren, die Streitereien bewirkt haben in der Familie. Für uns Jugendliche, wir hatten auch welche 16- und 17-Jährige, das kann nicht jeder ertragen. Bis heute ist es dieselbe Kritik. Wir gehen einen anderen Weg als alle anderen Muslime hier in Deutschland. Und das wollen die nicht haben. Hallo. Ha, Rabab. Wa alaikum assalam. Shanish Rabab. ظل بالي قلت خاف شو دق مرتين ماكو. ها قلت بعيدة. ها. الله وياك مع السلامة. شنو ايش قالت؟ بدون رايحة تجيب الجهال. ما ينام هيفاء لطيف. ايش كوما ايش كوما اوس ديم عراك. ايش بن متر Hassan und Mohammed. محمد شوي أكثر يفكر بالشغلة شوي أبقل يعني بطيء شوي بجوابه. حسن لا شوي سريع. هم جراعتهم يعني بحيث ما حد سوى لهم هالشي الشغلة اللي سووها. هسه السنوات الأخيرة طلعت هاي. ما كان هيك الاسلام ابد. يحارب هذا الفكر لازم. قد ما يقدر، اللي يقدر عليه. بلسانه بكتابته باي شيء يعني، اللي يقدر عليه بس ما يعرض نفسه للخطر. ما اتصور انا ما اتصور هذا الموقف بس ان شاء الله ما يصير. وانا اعرفهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله منصورين. احنا ندعي لهم دائما. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. Also nochmal offiziell einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es mit In-Memory-Datenbanken. Generell, seid ihr gut vorbereitet auf die Klausur oder noch nicht angefangen? Ist ja noch 2 Wochen hin, ne, glaube ich. 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also die Zahl konnte ich wirklich selber nicht glauben, um ehrlich zu sein. 1 Gigabyte Arbeitsspeicher kostete im Jahr 1973 409 Millionen. Eigentlich wurde ich schon immer so, sage ich jetzt mal, komisch angeguckt. Also nicht komisch angeguckt, aber ich spüre schon, dass man anders behandelt wird. Seit diesem Terror und in letzter Zeit das, was geschieht in der Welt, wird das natürlich immer schlimmer. Weil es gibt ja Menschen, die dann wirklich denken, dass das was mit mir zu tun hat, mit meiner Religion. Also viele sagen hier, der Terrorist ruft Allahu Akbar und du als richtige Muslime rufst ebenfalls Allahu Akbar. Wie soll ich dann wissen, wo der Unterschied liegt? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Das ist mein Vater? Das war in den 1996, nach dem Golfkrieg, Zweiten Golfkrieg. Wirtschaft oder Economy war okay, geht. Aber Freiheit war gar nicht. Deswegen braucht man Freiheit mehr als Essen vielleicht. Das war so, dass er halt in einem medizinischen Bereich gearbeitet hat. Er war militärisch nicht aktiv. Es war ein normaler medizinischer Bereich. Und es war sein Job, Automatisierungstechniker. Er hat nachher festgestellt, das, was er macht, fließt in chemischen Waffen ein. So hat er die Arbeit halt sabotiert sozusagen. Und das war ein Hauptgrund, warum er verfolgt wurde. Da wurde er auch dann eingeladen zum Nachrichtendienst bei Saddam. Er wusste aber in Irak, wer da reingeht in dieses Gebäude oder bei denen Interview hat, der kommt entweder nicht heil raus oder erst nach mehreren Jahren. Und deshalb muss er fliehen. Wir sind 2000, August 2000 gekommen. Angekommen hier in Deutschland. Ich wurde sofort in die 4. Klasse hineinversetzt, weil... ohne Sprachkurs. Ohne Sprachkurs, weil mein Alter keinen Sprachkurs erlaubte. Das war sehr bitter für mich, weil die ganze Welt neu für mich war. Ich konnte kein einziges Deutsch. Ich habe mich am Anfang immer in den Pausen, wenn ich mich erinnere, im Busch versteckt, damit keiner mit mir redet, weil ich war Neuwelt. Das ist nicht wie heute, sehr viele Flüchtlinge, sehr viele, sag ich mal, Migranten, die hier leben. Und da war ich so wie ein Außerirdischer. Alle kamen um mich, sehr freundlich alles. Aber für mich, ich sehe Münder, die sich bewegen, aber ich verstehe nicht, was sie sagen. Bis ich gesehen habe, einige Jungs, also wirklich so wie Neandertal. Ich habe mich immer vom Busch heraus beobachtet und habe ich gesehen, dass einige Fußball spielen. Habe ich mich getraut, rauszugehen und mit denen zu spielen in den Pausen. Durch dieses Fußballspielen habe ich dann Deutsch gelernt, so Klasse, Tor, Pass, Komm, Lauf, diese Worte am Anfang. So hat sich das entwickelt. Angefangen hat alles, als der Chaos und Terror im arabischen Raum begann und wir gewusst haben, dass alles hierher komme, wenn nicht von hier aus gestartet wird. Schnell war uns klar, dass Radikalismus nicht mit Schwäche begegnet werden darf. Ich war in der Aktion mit der IS-Hinrichtung dabei. Meine Mutter ist eine Reporterin und wir mussten das für einen arabischen Fernsehsender aufnehmen. Also ich persönlich hatte auch ein paar Kritikpunkte und so weiter und war auch teilweise schockiert von dem, was ich sah. Aber andererseits dachte ich mir, nee, ich muss sie näher kennenlernen. Und da bin ich halt zu einer Sitzung hingegangen. فعالياتهم قد تسبب ضجة أو صدمة للمارة، لكنها تجبرهم على التفكير السريع فيما يقدم أمامهم وما هو الغرض منه. مجموعة شباب مسلمين من مختلف مدن ألمانيا. Also hier ist unser Keller. Mein Vaters Bücher, die haben wir schon seit Holland, seitdem ich in Holland und London gewohnt habe, bis wir 2007 im Sommer nach Deutschland kamen. Hier sieht man auch den Koran von Liechtenstein. Da steht der edle Koran, die ungefähre Bedeutung in der deutschen Sprache. Ich habe nichts gegen deren Koranverteilung oder gegen die Korane, was sie austeilen. Nein, ich halte das für heilig und ich lese auch drin. Aber wir haben halt gegen deren Ideologie was, das, was hinter die Koranverteilung steckt. Sie sind immer wieder und immer häufiger zu sehen, die Stände in den Fußgängerzonen, an denen der Koran verschenkt wird. Vor allem die Aktion Lies ist dabei sehr präsent. 3 Millionen Exemplare hat sie schon verteilt und dabei für ihre Ziele geworben. Und das ist der Punkt, denn bei diesen Zielen geht es laut Verfassungsschutz um Salafismus. Das war die Salafisten-Lies-Aktion. Es war gegen die Lies-Stände. Wir haben einen lies-englischen Stand geöffnet und wir haben Flyer verteilt. Wir haben Leute salafistisch bekleidet und mit Bart Aussagen verteilen lassen, mit blutigen Händen, blutgeschmierte Hände, die aus den Werken dieser Muslime stammen, damit die Gesellschaft weiß, was in diesen Werken alles steht. Euer Schweigen tötet mich und Tausende mit. Sie verbreiten sich unter uns. Wahhabiten, Terroristen, wie ein Krebsgeschwür befallen sie die Menschheit. Ihre Lehren im Namen Mohammeds, ihr Morden im Namen des Korans. Also das ist ein Koran, was von den Lichern ausgeteilt wird. Haben die auf jeden Fall schön gemacht. Die schreiben manchmal unten auch Interpretationen von den Verse. Das ist ja das Problem, das sind andere Erklärungen drunter. Das sind so Interpretationen nach deren Gelüsten. Schau mal, eure Frauen sind ein Saatfeld für euch, darum bestellt euer Saatfeld, wie ihr wollt. Ne? Also heißt ja, ihr könnt mit euren Frauen machen, was ihr wollt. Aber guck, was hier steht, schreiben die einfach darunter, fällt ihr doch nicht der verbotene Analverkehr. Stell dir vor, man öffnet den Koran, findet irgendwas von Analverkehr drin. Analverkehr ist also erlaubt bei denen? Nein, nicht erlaubt. Darunter fällt jedoch nicht der verbotene Analverkehr. Ach so, nicht? Einfach so. Nein, stell dir vor auf Arabisch, das ist auf Deutsch ja noch irgendwie akzeptabel, Analverkehr. Stell dir vor auf Arabisch, du öffnest das und... Ja, das ist wirklich überraschend, dass man sowas im Heiligen Koran findet. Boah, ich wusste das gar nicht. Ich blätter gerade so rum. Ne? Analverkehr? Ja, wenn du gleich nochmal weiter blätterst, siehst du was anderes. Ja, ne? Ich versteck das lieber schnell. Und zeig das nie wieder. Also bei mir war das so, ich hatte Freundinnen und wie gesagt, ich habe es auch schon weit gebracht, fast zu einer Verlobung, fast zu einer Ehe auch. Aber ich halte mich aus Prinzip auch daran, dass ich vor der Ehe schon nichts mache, weil ich möchte gerne mit meiner Frau alles zusammen erleben. Wenn ich schon jetzt erlebe mit jemandem, dann soll sie auch meine Frau werden. Ich möchte nicht gerne so viel wechseln. Mag ich selber für mich nicht, als Person. Eigene Sache. Bei mir ist das genauso, also durch Freunde, die zum Beispiel vor der Ehe was hatten und dann geheiratet haben, die haben selber zu mir gesagt, am Hochzeitnacht fühlt man sich halt so schlecht, so, dass man halt was Falsches gemacht hat auf jeden Fall. Und ich denke mir, warum sollte ich das machen, wenn ich selber schon die ganze Zeit eine vernünftige Jungfrau suche? Warum sollte ich denn keine Jungfrau sein? Alle Nomen haben immer einen Artikel, der, die, das, ne? Hier steht der Kopf und der Bauch. Die sind klein geschrieben, die müssen eigentlich groß geschrieben werden. Nächster Satz. Die Beine der Maus sind kurz, kürzer als eine Nudel. Wie viele Nomen sind da drin? 3. Erste Nomen? Maus. Nein, da gibt es noch eine davor. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ich bin der älteste Sohn von meiner Familie. Mein Vater ist momentan in Irak, meine Mutter, die wohnt hier, die ist momentan arbeiten. Mein Bruder ist 16 Jahre alt, meine Schwester, die ist 7 Jahre alt und wir wohnen halt hier zusammen in Schwabach. Mein Vater ist ein General in sogenannte Hasch al-Shaabi, die arbeiten mit Iran, Amerika zusammen. Und deswegen habe ich halt mehrere Rollen hier zu Hause. Ich bin der Vater, der Sohn, die Mutter, Putzmann, Koch. Der große Bruder, also ich spiele wirklich für alles eine große Rolle, weil ihr wisst, wenn der Vater nicht da ist, ist es halt schwierig, vor allem was Erziehung angeht und so weiter. Und aufgrund, dass ich halt wirklich auch so viele Rollen habe, ist, dass meine Mutter auch krank ist, die ist krebskrank und Asthma hat die auch, also es gibt halt wirklich bei uns jede zweite, dritte Woche, wo die halt umkippt. Und dass sie zum Krankenhaus gefahren muss. Und ich bin noch Abiturient, muss mich darum kümmern, muss um meine Mutter Sorgen machen, zu Hause dafür sorgen, dass alles gut läuft, meine Geschwister und. Mein Vater anrufen, immer nachfragen, wie es ihm geht, weil dort die Lage sehr gefährlich ist. Die grauen Haare beweisen das, glaube ich, auch. Also viele fragen mich, wie alt bist du? Wenn ich sage, ja, was sagt ihr so, dann sagen die alle so 30, 35. Aber eigentlich bin ich 20 Jahre alt, aber wegen so einem Druck, ja, sieht das halt so aus. Kriege ich mal die Tasse hier? Ich habe einmal diesen Bruder und einmal habe ich noch einen kleineren, 8 Jahre. Wie lange bist du schon weg? 1 Jahr. Ja, seit 1 Jahr ist der Amir zu meinem Vater umgezogen, aber ich sehe ihn immer noch oft. Ja. Pass auf. Ja, pass auf. Meine Eltern sind schon seit Jahren getrennt. 8 oder 7 Jahre, weiß ich nicht. Ja. Es ist nicht mehr so wie früher. Früher war das eine Situation, in der sich dann die Frau nicht mehr getraut hat, das zu sagen. Oh, die ist geschieden und so weiter. Jetzt ist es eigentlich was Normales. Also die beiden haben sich nicht verstanden. Und es passiert, dass man sich dann andere Wege aussucht. Schwierigkeit ist bei uns als Familie meine Schwester. Die Liebe von meiner Schwester zu meinem Vater ist sehr groß. Also so extrem, dass sie nachts manchmal aufsteht und einfach rumschreit. Dann rufen wir direkt meinen Vater an und sagen dem, hier redet man ein bisschen mit, der beruhigt immer ein bisschen. Die ist jetzt 7 Jahre alt, also die macht das schon ein paar Jahre durch. Die ist jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Mein Vater hat ja auch ein Handy gekauft, der meint, wir schreiben immer auf WhatsApp und so, schicken sich immer Kuss-Mailies und Lauf und keine Ahnung was. Und wir denken einfach die ganze Zeit darüber nach. Also ich persönlich, ich bin ehrlich, ich gucke die ganze Zeit irakische Nachrichten und erwarte, also mich wird das nicht überraschen, wenn auf einmal mein Vater auftaucht und der tot ist. Hat er mir gesagt. Oh, da kommt was Leckeres. Wir brauchen jetzt nichts mehr. Endlich, ne? Aber das soll wirklich lecker sein. Wir wollten ja heute darüber sprechen, wie wir das mit Räumlichkeit klären wollen. Von der Finanzierung aus, weil bis jetzt gibt es, also wir wollen ja keine Moschee gründen, sondern wir wollen einfach einen Ort haben, wo wir uns erstmal in erster Linie treffen können, ja. Aber auch wo andere vielleicht uns treffen können, wo wir mit anderen sitzen können, wo wir mit anderen diskutieren können, dass wir einen festen Standort haben. Ja? Wir haben das ja immer bei mir zu Hause gemacht, aber ich meine, wenn jemand uns jetzt besuchen will oder... Das bleibt was Privates, das ist nicht hier langfristig. Jetzt unsere Sitzung hier. Ja. Warum sitzen wir hier? Da kann auch kein Fremder eigentlich hier reinkommen. Ja. Ich kann ja nicht sagen, hier bei mir zu Hause. Ich kann auch nicht sagen, irgendwelche Moschee, die uns nach 2 Tagen, nach 1 Woche uns rausschmeißt, wie wir sonst immer hatten. Ist ja so, wie viele Moscheen haben uns verbannt? Ja. Hier könnt ihr das Bild gucken. Ja, auf jeden Fall. 350 ist die Miete monatlich. Wie viel haben wir jetzt sicher? Bei meinem Onkel haben wir 100 Euro sicher jeden Monat. Okay. Und der zweite Onkel, den ich muss noch fragen. Okay. Aber ich glaube schon, der wird auch bestimmt auch was zahlen. Also, da müssen wir halt 150 finanzieren, ne? Irgendwie. Da müssten 7 mindestens 20 Euro. Wie viel sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit Rami 7. Ja, mit meinem Bruder noch. Ja klar, die alle werden abzahlen noch. Also hier vorne ist die Rahman-Moschee. Die ist die größte Moschee in Düsseldorf, auch die bekannteste und ziemlich radikal. Also von hier aus haben sich schon Demonstrationen organisiert und von hier aus waren auch viele Terroristen bekannt, die steht auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das ist die hier, die Moschee. Und ich habe mich nie getraut, da drinnen zu beten, weil Freunde von mir schon mal hier gebetet haben und die wurden halt bedroht, dass sie, wenn die nochmal hier reinkommen, aufgrund ihrer Konfession Schiiten, dass sie nicht heile nochmal rauskommen. Der ist auch sofort zu haben, oder wie? Der ist sofort zu haben. Da können Sie, wenn Sie wollen, moin rein. 350? 300 plus Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer? Wie heißt der Verein? 12thMemoRise e.V.? Ja, genau, das ist der Verein. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es nicht eine Gruppe ist, die einfach aus Lust und Laune einfach auf die Straße geht und irgendwas vorstellt, sondern wirklich Ziele haben, die langfristig sind. Und da habe ich mich dann angeschlossen und habe gesehen, dass da eigentlich keine Mädchen mit aktiv sind. Und das fand ich sehr schade, weil warum sollen jetzt nur männliche so eine Gruppe präsentieren? Ich meine, wir haben doch auch eine Stimme. Und da fing ich dann an, zum Beispiel andere Schwestern zu kontaktieren, ihnen alles zu schicken, die Gruppe vorzustellen, was wollen wir erreichen, wie denken wir und so weiter. Eine Gesellschaft entstand sozusagen aus einer Gemeinschaft. Der Unterschied ist, dass die Gemeinschaft ihre Herzen aneinander sind, dass sie gemeinsame Ziele verfolgen. Eine Gesellschaft ist eine Sammlung von Menschen, jede Sammlung. Assalamu alaikum. Alles gut bei euch? Wundert euch nicht, es ist ein bisschen noch durcheinander. Wir bereiten gleich alles. Das wird schon klappen. Bitte schön. Herzlich willkommen. Jungs, die Mädels sind da, die kommen. Die Mädels kommen. Wenn wir wirklich alle anpacken, ne? Dann sind wir in 1/2 Stunde fertig. Kennst du beim Baumeister? So macht man das. Bitte schön. wirklich Audio. So. Das. Normalerweise ist gerade? Ja, ist gerade jetzt. Ist drin bei mir auch. Ja. Ja. Dann auf die andere Seite. Ja, ich auch das. Es sind neue Gesichter dabei, es sind alte Gesichter dabei. Ich möchte euch sagen, dass ich stolz auf euch bin, jeden Einzelnen. Ich möchte auch sagen, dass ich mit euch angebe. Ich meine es ernst. Ihr seid ein Paar und die haben eine Bewegung gestartet, die keiner vielleicht davor starten konnte oder hinkriegen konnte. Und ich habe hier Frauen, die 1000 Männer vielleicht ausgleichen. Der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft ist einfach im Koran erwähnt. Wenn wir uns jetzt hier versammeln, haben wir eine Gesellschaft. Eine Gemeinschaft aber ist was anderes. Eine Gemeinschaft ist, wenn diese Menschen, diese Menschenmasse ein Ziel vor Augen haben und gegenseitig sich unterstützen, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt agieren auf der Straße, eine Aktion haben, sind wir alle ein Herz, eine Hand, eine Seele, eine Gemeinschaft. Ja, warte, ich muss langsam fertig werden, Mann. Leute, macht euch bereit, stellt euch bitte hier. Ja, live, ja, live. Also es ist ein IS-Sklavenmarkt, den wir heute auf der Bühne vorstellen wollen. Wir werden einige Sklaven, Anführungszeichen, von unsere Frauen verkaufen, zum Verkauf anbieten. Wir wollen einfach einen Schock auslösen in der Gesellschaft, sodass die Leute zum Nachdenken kommen, wenn sowas vor ihren Augen passiert. Man sieht, dass die Leute auf sowas warten, dass endlich die Muslime selbst aufstehen. Wir haben gestern schon sehr viele Anfeindungen bekommen, Nachrichten auf unserer Seite, dass wir nicht lange weitermachen werden und dass es heute unsere letzte Aktion sein wird. Also die Idee mit dem Sklavenmarkt war, um ehrlich zu sein, von dem Mann hier, der hier auch ist. Der ist aus Mosul und der hat das erlebt und gesehen selber. Und er meint, warum macht ihr nicht einen Ehe-Sklavenmarkt? Dass ihr den Menschen zeigt, wie es ist, wenn Frauen und Kinder verkauft werden auf öffentlicher Straße. Und genau 1:1 wollten wir das hier nach Deutschland transportieren und diese Nähe zum Ereignis aufzubauen. Wir stellen gleich zum Verkauf einige Muslimas und einigen Christen. 150 Euro, wer bietet mehr? 400, 400, 700 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Vielen Dank, Mabruk, Takbir! Allahu Akbar! Ich weiß nicht, was ihr wirklich fühlt, wenn ihr sowas auf den Straßen seht. Ich verstehe das gar nicht. Unter uns lauern die Salafisten, die Radikalen, und wir schauen einfach so zu. Es ist 11:55. Es ist bald viel zu spät. Die Salafisten, die sich Salafisten nennen, die gehen nach dem Wahhabismus. Es ist eine Ideologie, und ich kann es nicht genug wiederholen, dass die Muslime, voran die Muslime, aufstehen müssen und den Islam endlich reformieren. Wir müssen den Islam mit deutscher Identität aufbauen. Ein Islam aus dieser Gesellschaft heraus, um mit euch zusammen friedlich leben zu können. Wir geben immer so von uns aus, dass der Islam ein Gesellschaftssystem ist, eine Gesellschaftsform, die optimal für die ganze Welt ist und zu jeder Zeit. Diese Form des Islams, die wir heutzutage kennen, würde nicht mal für ein Land, für eine Straße gelten, ohne Konflikte. Wie sollte sie für die ganze Welt gelten? In diesem Projekt Einer gegen die Welt wollten wir mit Politiker, Kritiker und Aktivisten sitzen und reden, um Lösungen zu finden. Und der erste Gast, das ist eine Bewegung, über die man viel redet, nie mit ihr. Man nennt sie Nazis, Islamgegner. Wir haben sie ausgefragt. Wir haben sie ausgefragt, seid ihr gegen alle Muslime? Wir haben sie ausgefragt, seid ihr gegen alle Muslime? Oder eventuell für einen bestimmten Islam. 12thMemoRise spricht mit Pegida. Weil das sind hier diese Kontraste. Einmal die Islamverbände auf der einen Seite, dann die radikalen Muslime, also Salafisten, und auf der anderen Seite halt Pegida als Kritiker sozusagen. Und wenn wir mit allen sitzen und sprechen, dann schaffen wir einen schönen Konsens, wahrscheinlich. Blühen, Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe deutsches Vaterland. Denn wir werden dann nicht mehr tatenlos zuschauen, wie diese Blauäugigkeit unsere Familien bedroht, damit wir unseren Staat erhalten und nicht durch andere Mitbürger ersetzen, die auch gar nicht in unsere Gesellschaft passen. Deutschland, ne, ist nicht für alle muslimische Kriminellen zuständig. Für die richtigen wahren Flüchtlinge. Da ist ja gar kein Platz mehr hier, wenn wir ja meistens nur Scheinasylanten haben. Aber wenn einer hier hinkommt und der macht nur Ärger, da kann ich nur sagen, hör mal, sowas können wir hier nicht gebrauchen. Das ist einfach Unmenschliches, etwas Unmenschliches. Und sobald man menschlich ist, ist man dagegen, ob man jetzt Christ ist oder nicht Christ oder Muslim. Die sind aber meistens in den Ländern auch kriminell. Wir haben mehrere islamische Dachverbände gefragt, warum wir nicht eine Demonstration gegen den IS, gegen den Terror veranstalten, weil die Muslime bisher geschwiegen haben. Wir müssen einmal zeigen, es gibt auch Muslime, die dagegen handeln, nicht nur leere Worte geben, sondern wirklich auf die Straße gehen. Liebe Gesellschaft, wir sind mit euch, handelt mit uns gegen diesen Terror, der unsere Religion entfremdet hat sozusagen. Die meinten zu uns, dass das unsere Brüder sind. Wir dürfen gegen sie nicht auf die Straße gehen. Ich persönlich, als ich diese Antwort gehört habe, war ich sehr schockiert. Ich habe das Ganze noch nie so betrachtet. Ich wusste nie, dass Muslime zu solchen Terroristen Brüder sagen können. Eigentlich sollte die Funktion der Dachverbände, besonders der muslimischen Dachverbände, die sein, dass sie als Repräsentant für die Muslime in Deutschland agieren. Allerdings, wie wir feststellen und festgestellt haben, dass sie mehr politisch agieren als religiös. Wir können nicht alle in einen Topf reinschmeißen und sagen Dachverbände. Ich habe einerseits die schiitischen Dachverbände wie IGS, andererseits die anderen Dachverbände wie DITIB, aber auch Muslimbrüder. Die schiitischen Dachverbände, was ich da kritisiere, ist, dass wir uns nicht genug einsetzen in der deutschen Gesellschaft. Also ich finde, an Geld mangelt es uns nicht. Aber würden wir das im Kampf gegen Terrorismus einsetzen oder um ein gesellschaftliches Miteinander zu verbessern, würden wir das in solchen Zwecken einsetzen, würde es viel mehr bringen. Liebe Leute, wir wollten den nächsten Gast ankündigen. Er ist kritischer als Pegida. Man streitet über sie, man kritisiert sie, man redet über sie. Jedoch repräsentieren sie die meisten Muslime hier in Deutschland. 12thMemoRise lädt jeweils einen Sprecher der islamischen Dachverbände, DITIB und die IGS, ein. Erwartet uns. Wenn wir das Problem der Radikalen sehen, der radikalen Moscheen, des radikalen Islams, und wir sehen keine Taten, weder von den Schiiten und somit auch etc., noch von den Sunniten, DITIB und Co. Somit bleibt die Frage offen, seid ihr für den Terror, für den radikalen Islam oder dagegen? Die meinten, ernsthaft haben sie uns gefragt, wer hinter uns steckt und wer uns finanziert. Weil sie sowas selbst wahrscheinlich nicht auf die Beine kriegen, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, bisher ein Jahr 6 Aktionen, haben dafür plus Spritgeld 280 € ausgegeben und wir haben die Rechnungen. Hallo liebe Leute, 12thMemoRise hat die islamischen Dachverbände IGS und DITIB angeschrieben. Für eine lange Zeit kam keine Antwort auf unser Einschreiben, keine Reaktion, unser Gruß wurde nicht erwidert und E-Mails wurden gelöscht. Bis ich mich kritisch in einem Video gegenüber dieses Verhalten geäußert habe, sind sie aus Berlin bis nach Düsseldorf hergefahren, um sich mit uns in unserer Gemeinde NRW zusammenzusetzen. Es kam ein Mann vom IGS, der mit uns reden und den Schaden reduzieren wollte. So seine Worte. Wir fragten ihn um Erlaubnis, schickten ihm das Video und er bemängelte nichts. Wie wird der IGS überhaupt finanziert? Wo sind dabei? Von Mitgliedern? Keine finanzielle Mittel aus dem Ausland? Aus dem Ausland, nein. Der EZH bekommt der Auslandhilfe? Islamische Zentrum? Ja. Natürlich. Okay. Der EZH bekommt mit Millionensumme. Mit dieser Million kann man nicht eine, zumindest Demo, auf der Straße organisieren. Wir haben für ein Jahr 6 Demos, ganzen Medienecho für 300 € hingekriegt. Als Dachverband, man hätte bestimmt mehr erreicht. Nur eine Demo auf der Straße machen, nur um zu sagen, Leute, und wir versuchen weiterhin gegen den Terror vorzugehen. Warum kam es nicht dazu? Das war unser Weltuntergang. Ja, guck mal hier, da klar und deutlich beim Namen genannt und Shirazis bezeichnet, abtrünnige Marionetten, ISIS-Terroristen durch und die Hinrichtung und Massaker, warte. Er sagt, die Gruppe 12thMemoRise, gegründet von den Brüdern Mohammed und Hassan Djawad. Ist das deren Ernst? Die haben wirklich unseren Namen, ja, Vor- und Nachnamen, ja, und sogar die Bilder. Warte, guck mal, ich suche jetzt einfach nach Mohammed Djawad bei Google. Guck mal. Hier, Feindeshilfe an Deutschland. Ich kann das gar nicht fassen. Das sind öffentliche Artikel. Warte, guck mal. Es mag sein, dass so manchen die Abtrünnigkeit der Köpfe nicht bewusst war oder ist. Was ist unser Fehler? Keine Ahnung. Wir haben nur eine Frage gestellt. Seit 3 Tagen habe ich vielleicht insgesamt nur 6 Stunden geschlafen. Ich habe gar nicht geschlafen, wirklich. Ich kann gar nicht schlafen. Die Gedanken laufen. Ich hab sogar mehrmals geträumt davon. Weil immer wieder, wenn ich schlafe, ist einer von uns wach, der bekommt eine Nachricht und ruft er mich wach und dann weckt er mich und dann sagt er, Hassan, geh, guck das und das. Oder sperr diese Person oder beobachte bitte die Seite. Weil ein Prediger, ein Gelehrter uns als abtrünnig bezeichnet hat, war die Tür geöffnet für sehr viele Aktivisten im Internet, im Facebook, auf Foren, auf Seiten, dass sie uns angreifen. Da stand drinne, wir werden sie aus allen Moscheen verweisen. Wir werden ihnen das Leben unangenehm machen. Wir werden sie weiter kritisieren und öffentlich schmähen. Abtrünnig ist im Islam Murtad. Ein Murtad bekommt die Strafe des Todes. Hä, und ich dachte, die sind schon da, Ali und Ahmed. Was ist los? Wo ist Ahmed? Wie lange braucht er noch? Ja, Qasim hat ja angerufen, der meinte in 20 Minuten, aber... Eigentlich haben wir abgemacht 19:30 Uhr. Hier, der geht nicht mehr ran. Schiebt der Faxen jetzt. Warte, mach mal Kippe, mach mal Kippe. Nicht beide gehen, glaube ich. Wir haben ein bisschen Luft. Hier geht's auch Kippe. اكتب قول ادري ما ادري وقت اصلا ما ادري يجوز اجي او كت يجوز لا اكتب راح تاخر غير غدر حسب غدر بحسب وين الخبط غلط. Es ist Ramadan, wir sind alle hungrig, jetzt kommt. Ja, nee, also ich mag das nicht, wenn einer zu spät kommt und dann immer noch irgendwie so tut, als ob er recht hat einfach. Also zumindest sagen, ich komme zu spät. Nein, guck mal, wir kommen auch zu spät. Aber das ist einfach so, dass du auch noch diskutiert hast. Entschuldigung. Du kommst zu spät, wo ist Junge? والله ايش فعل هوز اشمعنى اساس والله العباس بيكم لعبوا بيكم لعبوا نجيب لكم اكل روح لا ماشي عرفه علي كم لاسين بوس علي ده زول يلاسين بس ولا شو لا لا يا ابيض زلوا aber klar ist so letztes habt ihr nie was das يلا السلام عليكم، شلونكم خالة؟ شلون الصحة؟ خالة احنا آسفين يعني توجهتوا هالسنواتين ويا صيام ورمضان وهاي بس تيموتها فون أحمد علي شنو محمد شنو صار؟ خالة شنو خالة؟ لا خالة أوديكم خالة بيت بالعكس شغلة بسيطة خالة والله أنتم مو عيب هسه انتم مو عيب، انتم الناس كلها تعرفكم، انتم من صغار امكم رب. جاوبنا عدل قاعد احكي وياك عدل. هذا صح لو غلط يا حيوان احمد قدامي احمد لا اله الا الله دائما هاي حركة الناس يطلعوها بينا ويا الناس ما يحجون شيء، دخيل ربكم اولاد الحلال دفضوها هي جيت 10 دقائق متاخر دقيقتين ما تستاهل هي كافي ايام رمضان ما تستاهل كافي يلا ايام رمضان لا خليك شهر رمضان انتم صايمين يلا خلاص هدوا ما يصير هيك يلا صح كلم Wieso wir gehen dort auch machen oder lernen wir? Ja, mal schon. Sie sind total drin zu fahren. Natürlich, schon sehr dort. Sicher. Ja. Ich habe ein paar Kollegen, die das auch machen. Ich meine, hast du ja gesehen, das waren um die insgesamt vielleicht 500 Kommentare mit Unterkommentaren. 4 Artikel. Ich meine, was sind das für Autoren? Haben die nichts anderes zu tun? Und keiner von beiden war sachlich, weder die Artikel noch die Kommentare. Ja, so Zionisten, so Hauptpunkte, Zionisten. Engländer, Spione. Seit 3 Tagen telefonieren wir, glaube ich, durchgehend so. Und jeder schickt dem anderen diese ganzen Artikel und Kommentare und Nachrichten. Ist krass. Ja. Die spielen einfach damit. Jalla, komm, lass rein, wir haben keine Zeit. Komm. Dass man von eigenen Leuten, die man für eine lange Zeit kennengelernt hat, von Freunden, so verlassen oder im Stich gelassen wird und auf einmal als unislamisch erklärt wird, obwohl man immer noch derselbe ist. Man hat sich nicht verändert, man hat nur ein paar Sachen kritisch beobachtet oder kritisch betrachtet und angesprochen. Ja, ich probiere. Das ist der Background. Hey Leute, nur damit ihr wisst, ne, das, was wir jetzt machen, das geht in die Geschichte ein. Es geht halt um Wahrheit und Unwahrheit, es geht um Recht und Unrecht. Wer will drauf, wer will nicht. Wollt ihr alle drauf dabei sein? Vertretet ihr diese Meinung? Meine verehrten Gelehrten, lange habt ihr geschwiegen, als ob ihr einverstanden wärt mit dieser Auslegung eurer Religion. Ist es so einfach, in euer Islamverständnis über das Leben anderer zu entscheiden? Wir hoffen, dass spätestens jetzt dieses Schweigen gebrochen wird und erwarten in den kommenden 7 Tagen einen persönlichen Anruf. Denn nicht nur unser Ruf wird öffentlich ruiniert, sondern unsere Sicherheit. So, jetzt Pause. Hier kommt. Muss man auch viel vorsichtig sein. Weiß ich nicht, woher kommt die Gefahr und wann, aber gibt es eine Gefahr? Sehr oft, wenn ich am Verzweifeln bin, muss man das zu Papier bringen, sonst schafft man es gar nicht anders. Ja, manchmal ist man auch wirklich dabei, das Ganze abzubrechen. Das heißt, es wird manchmal zu viel. Also auf der einen Seite Studium, auf der anderen Seite die Eltern und ihre Kritik, Freunde, die man verliert, die Leute, die man liebt, die Liebsten. Und ja, und man sagt am Ende, wofür tue ich das? Irgendwann kommt dieser Gedanke. Ja, das wird schon klappen. Warte, ich muss nur Geld machen noch. Wird man das sehen dann? Mhm. Reicht das aus? Ja. Ja, so ist besser. Weil sonst ist es zu dunkel. Liebe Freunde, in Bezug auf unsere letzte Botschaft, in der wir ein Statement über die Hetze gegen uns und zum Schutz unserer Sicherheit von den größten Gelehrten gefordert haben, ist die genannte 7-Tage-Frist nun abgelaufen. Hast in deinen Kopf nicht nach hinten, sondern versuch gerade in die Kamera zu schauen. Wenn du dir das anschaust, als ob du gelangweilt bist. Dein Kopf so. Und du sprichst ein ernstes Thema. Dass sich in den letzten 7 Tagen niemand meldete, zeigt, dass die Gelehrten entweder damit einverstanden sind oder ihnen Menschenleben wertlos ist. Das war unsere Geschichte. 12thMemoRise geht jetzt offline. Die Arbeit wird eingestellt. Perfekt. Das war's. Also seit gestern, ich darf schreien, Alter. Seit gestern sagt ihr mir, wir haben heute was Wichtiges zu besprechen. Was willst du, Alter? Ich penne noch bei denen, der erzählt mir das nicht, weißt du? Lass uns zusammensitzen und dann gucken. Ey, funktioniert das jetzt gar nicht mehr? Dann lassen wir das, das ist eh laut. Komm, mach mit ihm. Ja, also, das Video, welches heute hochgeladen wird, ist noch in Bearbeitung. Wir haben das gestern gedreht, deshalb habe ich gewollt, dass ihr nicht hier drin seid, damit ihr nicht hört. Es geht darum, dass halt wir 12thMemoRise einfach schließen. Meinst du ernst, Alter? Wer hat sich verarscht, Mann? Was für schließen? Ja, wer hat euch verarscht? Heißt er? Nein, Wallah, ehrlich jetzt. Chill mal, kurz. Wir müssen diesen Schritt gehen. Was ist denn für ein Sinn? Die haben ja doch gewonnen, oder nicht? Es geht nicht um gewonnen oder nicht gewonnen, aber es geht um eine Option. Genau, das ist ja deren Ziel, Junge. Wenn wir schließen, dann klatschen die direkt. Die machen direkt Party, Alter. Deren Ziel ist es ja, dass 12thMemoRise vernichtet wird. Aber und wir haben denen das als Geschenk gegeben, bitteschön. Wir vernichten uns selber. Was passiert denn, wenn wir schließen? Also wir können ja jetzt nicht einfach abbrechen und dann nichts mehr denken. Irgendwie muss das doch machen. Leute, das ist, ich habe Ihnen jetzt gerade gesagt, das ist nicht so dumm. Du musst denen, guck mal, kennst du das, wenn ein Kind nach etwas schreit? Dann wird es schreien und kämpfen und kratzen und sonst was. Gib ihnen ein bisschen davon, gib ihnen das, was er erreichen will und dann verarscht den. Die wollen endlich das erreichen, dass 12thMemoRise niedergeschlagen wird. Von den ersten Wochen, was haben die zu dir gesagt oder zu Mohammed? Das sind Jugendliche, die haben Euphorie, die werden nach einem Monat schließen. Ja, dieser Streit, allein dieser Streit schon. Wie oft haben wir uns gestritten? Ja, da sprichst du dir selber. Denkst du das nicht überlegt? Mit einer Frage schließt du ganz 12thMemoRise. Erinnerst du dich an, was wir alles gemacht haben? Du musst wissen. Red mal, Mann, ich check gar nichts. Ja, aber wir haben alles gemacht, um das aufzudecken, Ahmed. Guck mal, wie die wissen. Du denkst doch nichts auf, wenn du die Gruppe zumachst. Was passiert denn da? Wir machen die Gruppe zu und dann? Ja, oh, dann sitzt jeder zu Hause. Nein, was gibt's denn? Schule verkackt, 12thMemoRise umsonst. Ey, geh mal weg, Alter. Oh, ich geh nach Hause, Mann. Wir gehen jetzt ins Zone, Alter. Verpiss euch. Was ist denn unser Ziel mit 12thMemoRise? Was ist denn unser Ziel? Was war unser Hauptziel? Gegen Radikalismus oder nicht? Ahmed. Ey, komm mal, es regnet jetzt. Ahmed, der Tunt oder Dinja oder Wallet Kharbot hast du? Verpiss dich, heißt ja von mir, ich bin voll abgefuckt, Alter, lass mich mal mit Ruhe. Mein ganzes Leben habe ich vernachlässigt, Alter, die ganze Schule habe ich verkackt wegen 12thMemoRise. Und jetzt kommt ihr an, ey, seid ihr behindert oder so? Nein, ich gehe nicht, nein, egal. Wallah, ihr habt einfach gezeigt, dass ihr keinen Mut habt, die ganze Zeit, ja, 12thMemoRise hin und her, Alter, wir sind die krassesten und so. Jetzt wegen einer ekelhaften Frage? Doch, versteh das doch kurz. Du musst einfach rein, kurz und versteh das. Was willst du mir noch erklären? Du willst doch zumachen, mach doch zu. Es geht uns darum, denkst du, ich hab das leicht? Es geht mir darum, dass ich die ganze Zeit eine Option finden muss, dass ich nicht schade. Ich will dieser Religion nicht schaden. so seid gewiss, ihr, die mit uns seid, dass wir mit unserem Gehen jetzt größer sind als je. Wir haben viel aufgedeckt. Zukünftige Gruppen und Bewegungen werden daraus Lehren ziehen. Das war unsere Geschichte. 12thMemoRise geht nun offline. Die Arbeit wird eingestellt. Deckt nun die Lücke, die ihr geschaffen habt. Und liebe Fans, bitte schaut, ob sich nun noch irgendjemand gegen den Terror traut. Lebe wohl, friedlicher Islam. Für die Salafisten, die auch zu unserer Gefahr wurde. Denn sowohl Radikale als auch... Ja, also gestern, um ehrlich zu sein, da bin ich halt abends, also ich habe bei Hassan geschlafen, da sind wir halt angekommen. Und da habe ich das erste Mal realisiert, dass ein Video hochgeladen wurde und keine Ahnung, ich habe das halt, erst da habe ich das halt wirklich ganz realisiert, wo ich halt nochmal das Video mehr reingezogen habe und so. Und da habe ich halt ehrlich gesagt angefangen zu weinen. Was in der letzten Zeit passiert ist, also es ist eine Schande eigentlich. Dann habe ich mich gefragt, kann es sein, dass allein so eine Frage, so eine Welle ausgelöst hat? Die ganzen Aktionen, die wir durchgeführt haben, diese Mühe, diese Arbeit, die sie reingesetzt haben, es kann auch nicht sein, dass das alles jetzt verloren geht, dass es jetzt ein Ende hat. Ja? Die ganzen Ziele, wir hatten noch so viel vor uns, aber es darf nicht so weit sein, dass wir auf diesem Niveau runtersinken und unsere Hände mit solch einem Spiel verschmutzen und beginnen nun uns alle gegenseitig zu bekämpfen. Und also dadurch, das Problem ist, dadurch verliert man dann das eigentliche Ziel aus den Augen. Oha. Das war letztes mit Ahmed, wollte Fasten brechen, ich wollte ein bisschen was für ihn machen, also kochen. Dann ist die Küche abgefackelt. Also der ist reingekommen hier und hatte das Feuer bis zur Decke gesehen, meint er. Und das kam von dieser, genau von dieser Topf hier. Da war Öl drin und das war irgendwie zu lange drauf und so, als ich hier reinkam, ich habe die Wohnung komplett, von da bis hier war komplett mit Rauch, schwarzer Rauch. Ja, all das wäre gar nicht passiert, wenn jeder Frau wäre. Aber was soll's. Ja klar, also ich wünsche mir bei solchen Situationen auf jeden Fall eine Beziehung oder eine Lebenspartnerin, sag ich mal. Ich glaube, das würde auch gar nicht so aussehen hier. Also die ganze Wohnung nicht so aussehen, weil man mehr Motivation hat, für jemanden etwas zu tun. Oder aus der Beziehung heraus. Man hat eine andere Einstellung, das kenne ich ja schon mal, wo ich kurz davor war, mich zu verloben. Man nimmt das Leben ein bisschen anders wahr und ganz anders wahr auch. Es ist auf jeden Fall schöner, wenn einer da ist, ja. Vieles wäre auch angenehmer, vieles wäre leichter. Aber, also die würde auch die Arbeit, also das mit 12thMemoRise und alles und diese Rückschläge auch, ich würde sie... diese Rückschläge mit ihr besser verarbeiten als ohne jemanden. Das habe ich gestern den Jungs auch so aus Spaß gesagt. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Liebe. Wir vermissen das aus einigen Tagen. Leute lachen uns aus, Leute hetzen, Leute irgendwas. Was uns fehlt, ist Liebe. Das fehlt uns wirklich. Die war die erste in meinem Leben, wo ich daran gedacht habe, dass ich heirate. Dass ich auch überzeugt war von dieser Person und wo ich daran gedacht habe, doch ein bisschen weniger zu machen für die Gruppe und jemand anders die Führung überlassen. Das ist das erste Mal. Ich habe ihr das niemals gesagt und ich würde es nicht sagen, weil ich nach außen niemals Schwäche zeigen mag, auch wenn es gerade jetzt paradox ist. Aber ich mag nicht nach außen Schwäche zu zeigen. Die sagte wirklich wortwörtlich zu mir, du ziehst einen Strang mit einer Hand und auf der anderen Seite sind 1000 Hände, die daran ziehen und die sind viel stärker. So war das. يسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله. Hier finde ich meine Ruhe, sag ich mal. Ich liebe es immer, so ein geschlossenen Ort zu sein, wo keiner bei mir ist, wo wirklich nur ich reinpasse. Dann habe ich mein Gebetsteppich mit, bete ein bisschen, reziere ein bisschen Koran und lehne mich halt hier an der Wand für eine Stunde oder zwei. Einfach Licht aus, Augen zu machen, denke halt über das Ganze nach. Das ist einfach nur wegen der Unklarheit. Die haben einfach bisher nur das gewaltvolle Bild vom Islam gesehen. Und da ist jeder Mensch, auch wir, dagegen. Wegen dieser radikalen Auslegung. Ja, was? Dementsprechend, ich meine, wenn man irgendwie mit denen vielleicht sitzt oder Kontakt aufnimmt, ich bin mir sicher, dass man viele Unklarheiten beseitigen kann. Du musst eine Sache verstehen, dort ist anderes Kaliber. Da kommen richtige Nazis. Wie gesagt, das, die aus Leipzig, die aus Dresden. Die was willst du da machen? Ich weiß nicht, also ich meine, wir müssen ja mit denen reden, aber wir müssen verstehen, wie sie ticken und ich weiß es auch nicht. Also lass einfach hinfahren. Aber ich wünsche mir wirklich, Bekannte zu treffen, so auf dem Weg. Boah, stell dir vor, bei der Demo. Wenn die Foto machen, ne? Dann kommen die Gerüchte raus. Mhm. Dann kommen die Gerüchte raus. Hassan ist Nazi geworden. Bismillahirrahmanirrahim. Rechtsorientierte Demo in Deutschland. Merkel muss weg. Und hier gibt es kritische, sehr kritische Stimmen, aber auch Leute, die unser Verständnis vom Islam kennen und auch schätzen. Wir sind hier, um den Feind sozusagen zu verstehen, um zu verstehen, wie die Leute hier denken und ticken. Ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Unsere Heimat. Unsere Heimat. Das ist doch unsere Heimat. Es ist ja okay, dass wir ein Video drehen oder so mit dem Handy. Hey, was ist dir Barak, Mohammed? Dir Barak ist gut. Dir Barak ist gut. Ich bin gegen Steinigung, ich bin überhaupt gegen den Islam in Deutschland. Der hat hier nichts zu suchen. Aber gegen friedliche Muslime, was spricht dagegen? Aber nicht die Schmarotzer, die täglich in unser Land, die täglich zu Tausenden was die Medien natürlich vertuscheln. Aber keiner geht arbeiten, keiner will sich integrieren. Gegen so eine Leute haben wir... Nochmal zusammengefasst, also wenn für einen friedlichen... Wir haben hier nichts zu suchen, gar nichts. Ich danke dir. Niemand hier hat etwas gegen den Islam. Wogegen wir das haben, das ist die Art und Weise, wie der Islam jetzt benutzt wird, Völkerwanderungen auszulösen. Volksverräter, das ist das richtige Stichwort. Nicht nur auf unserer Seite gibt es sie, auch auf eurer Seite gibt es sie und ihr solltet sie suchen. Natürlich. Wir kennen unsere. Wir danken dir sehr. Rein informativ, nur eine Frage. Das ist Genitiv, fehlt hier nicht ein S jeweils? Wenn das ihr einziges Problem ist, ja, dann haben sie keine Probleme. Nee, ich wollte nur fragen, für mich persönlich. Wenn Sie meinen, dass das so ist, dann ist das so. Ach so, weil das Genitiv ist. Okay, habe ich das gelernt. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Deutschland! Hooligans! Deutschland! Hooligans! Deutschland! Hooligans! Deutschland! Hooligans! Deutschland! Au! 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 Hass! 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 Nationaler Sozialismus! Wir haben euch was mitgebracht! Was wollt ihr uns? Wir haben euch was mitgebracht! Und wir kämpfen! Sozial und national! 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 Für längere Zeit habe ich mich manchmal gefragt, was hat mich hier hineingeritten oder was hat uns hier hineingeritten, dass wir bei sowas mitlaufen, weil, wie ich das bisher kennengelernt habe, von Duisburg ist komplett anders. Aber heute habe ich am eigenen Leibe halt gesehen, okay, da ist eine beträchtliche Zahl halt von gewaltbereiten oder Hasserfüllte. Also hier ist Hass erfüllt und auf der anderen Seite haben wir auch die Hassprediger und so weiter. Das führt zu keiner Lösung. Nein, das ist eine krankhafte, oder ein krankhaftes Phänomen in der Gesellschaft. So, Freunde, 12thMemoRise, sprich wieder. Wir fahren heute nach Düsseldorf zu der Sitzung. Das ist jetzt eine wichtige Sitzung, eine große Sitzung. Deswegen hatte jetzt auch die Larin zum ersten Mal vor, mitzukommen und meine Cousine auch, weil die sind zwar interessiert, aber konnten bis jetzt nicht mitkommen und bei kleinen Sitzungen waren sie auch nicht dabei. Aber bei so einer großen, wichtigen, ja, da fragen wir uns jetzt. So, ist gut, oder? Ja. Hey! Da seid ihr. Ich kenne dich von irgendwo, sag mal. Genau, ja, ich kenne dich. Genau! Wie geht's dir? Alaikum Assalam. Alles gut bei euch? Ja? Alhamdulillah. Kommt erstmal an, zur Ruhe, ja. Trinkt was und dann können wir da richtig loslegen. Warum sagst du mir? Ich hab dir gesagt, ich will Kuchen. Was ist für ein Kuchen? Nee. Wollt ihr Kaffee dazu? Nee, danke. Wir sind keine Deutschen. Nein. Jetzt schauen wir, wie viel? 3, 6, 9, 12, 12. 12thMemoRise, ne? 12 Leute, war jetzt einfach Zufall. Okay, es kommen noch rein, aber gerade sind wir 12. Den lassen wir gar nicht rein. Ja, genau, der darf nicht da rein. Wir wollen zusammen jetzt gucken, wie wir den Comeback planen. Wir haben Ganz am Anfang, bei der ersten Aktion ISIS-Hinrichtung. In einer Szene habe ich erwähnt, als Kritik, wollen wir warten, bis einem der Kopf abgeschnitten wird, abgeschlachtet wird und vor uns auf der Straße liegt, dass wir erst dann agieren. Daher die Idee, dass wir nochmal eine möglichst große Menge haben. Ein paar Leute werden eine Leiche tragen. Kopf ohne Kopf. Das ist doch voll krass. Es ist krass. Wir haben auch darüber nachgedacht, weil... Das Gute, das ist so krass. Ich meine, ja, natürlich, wird ja gesorgt, ja. Deswegen ist ja nicht so schlimm. Und wir gehen Richtung unseren Platz, wo wir das Ganze halten wollen. Bauen da eine Bühne wie bisher gemacht. Der Weg soll mit Büchern belegt werden, nicht Teppich. Wir wollen damit zeigen, dass im Prinzip diese Hasslehren, diese Leiche wurde im Namen Gottes für Gott abgeschlachtet. Und diese Menschen, die haben ihre Kraft, ihre Grundbasis aus diesen Büchern. Also dieser Kopf wird vorne gestellt. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Die Rede, der Kopf soll beginnen zu sprechen. Ich habe allgemeine Frage einfach. Ich finde, man schmeißt jetzt einfach viel zu viel durcheinander. Die Aktion, ich habe nicht verstanden, worum es genau geht. Was kritisieren wir und welche Richtung oder wen wollen wir ansprechen? Da fehlt irgendwie dieses Ziel, dass die Leuten halt so bewusst wird, ja, würde ich mal sagen. Ist eindeutig. Ja. Und die Hauptidee ist, wenn wir weiterhin sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, kommen wir zu keinem Ergebnis. Wir müssen Gesicht bekennen und sagen, das und das läuft falsch, das und das müssen wir reformieren. Und das war schon immer unser Ziel. Also stopp, ich rede jetzt. Was war mutig heute? Aber war eigentlich gut. Also dieses Plan und so weiter, die Ideen waren gut. Auch so, wenn man so zeigt, so, dass die Idee ist wirklich sehr krass, ne? Aber die zieht voll die Blicke auf sich. Genau. Ja, aber weil ich dachte, das geht bis Mittag. Und jetzt hat sich halt meine Mutter gefragt, wo ich bin. Da bei uns auch so am Anfang. Aber dann hat meine Mutter die sollen so einen Elterntag machen, wo die Eltern mitkommen. Genau. Das müssen wir nächstes Mal auch mal ansprechen. Aber wenn sie nicht mitkommen kann, dann ist sie ja immer noch so hinter den Kulissen. Ja, genau, hinter den Kulissen. Hallo? Genau, und das ist eine Fortführung davon, ja. Eine Hinrichtung, die ISIS-Hinrichtung fand vom Limbecker Platz statt und darauf wird Bezug genommen in dieser Hinrichtung. Ah genau, bitte, wenn du Kopf hoch nimmst, geradeaus schauen. Zum Publikum. Geradeaus, nicht rechts oder links, damit wir ein Bild so kriegen einmal. Okay. Guck mal, du machst neu jetzt, ab da, wo es mir gefällt, werde ich anfangen zu filmen und dann schicke ich dir das später. Besser als vorher. Genau, aber ich merke, wann du gut wirst. Am Anfang bist du nicht gut, danach kommst du rein. Deshalb musst du zu Hause ein bisschen mehr lernen. Okay. Ashura ist das jährliche Ereignis, an dem die Muslime und besonders schiitische Muslime sich jährlich zusammentreffen, um die Schlacht zu gedenken, in der der Enkelsohn des Propheten ermordet wurde. Dieses Ereignis ist sehr familiär. Wir versammeln uns hier, kochen zusammen, übernachten, tauschen uns aus, aber trauern auch zusammen. Das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für uns, weil die Leute alle hier vorhanden sind. Wir haben keinen logistischen Aufwand und daher nutzen wir es als Ausgangspunkt für unsere Aktion. Kopf wird abgestellt, Leiche hier abgestellt und ihr steigt hier ein, setzt euch hin und er steht hinter euch. Sehr gut gefallen, Maschallah. Auge zu, Mund zu, Mund auf, Auge auf. Und dann ist das Gleiche, siehst du alles in einer Hand, fangt an. Sehr gut. Also das sieht auf jeden Fall wie Mohammed aus, müsst nur den Bart halt noch kürzen und färben. Ja. Aber nicht mehr. Du gehst da hoch, du bist auch drauf. Tische, Teppich und schwarzer Stoff. Kostüme, Maske und Leiche. Okay. Wo ist der Mach? Vorne Flagge. Rami, Yalla, wir fahren los. Wir haben alles, wir haben alles. Hassan, wo seid ihr? Ja, wo bist du denn? Ja, Al-Lush? Nein, Araik. Vor der Marktkirche. Vor der Kirche haben wir gemeldet. Ey, komm, was macht die Polizei jetzt? Ah, vor heißt vor, nicht hinter. Das wäre Markt. Vor der Marktkirche, nicht Wachsmarkt. Ich hab ja so geschrieben. Muss man auf die Fahne machen. Ja, aber ich habe ja geschrieben vor der Marktkirche. Da runter, aber das sieht uns niemand da. Sie haben vom Eingang geschrieben. Sie haben geschrieben vor der Marktkirche. Das ist das Problem. Also in dieser Wortwahl nicht vor dem Eingang? Ja, genau, das ist die Wortwahl. Da kommt es auch hin. Das ist so. In der Tat. Und was jetzt? Wir können auch jetzt? Ja, das ist jetzt Ihr Fahrschein drauf. Sie können hier schalten und warten. Okay. Aber ich kann auch da machen, oder nicht? Nee, können Sie nicht. Warum nicht? Das ist gegen Versammlungsgesetz eine Straftat. Warum? Wissen Sie, da steht in Ihrer Anmeldung. Ja, aber ich kann das jetzt auch jetzt anmelden, oder nicht? Nee, können Sie nicht. Soll ich Ihnen mal erklären, wann eine spontane Demo ist? Ich weiß, Sie selber. Bei uns geht es hier gegenseitig hochschaukeln oder wollen Sie eine Versammlungsschaltung machen? Wie bitte? Ich sag, wollen wir uns gegenseitig hochschaukeln oder wollen Sie eine Veranstaltung machen? Ich will eine Veranstaltung machen, wirklich. So, und ich will Sie was machen. Ja klar, klar möchte ich. Ist das hier. So sieht's aus, das ist alles klar, alles klar, alles klar. Los. Ne? Dann fangen Sie an. Ja. Wie lange wird es ungefähr dauern, was schätzen Sie? Wie ich es möchte. Ja. 19 Uhr steht da. Ja. Schön, was ja? Ja, wir machen das einfach. Ja, wir machen einfach dahinter. Der schiebt irgendwelche... Nicht vor dem Eingang, vor dem... Da will sich nicht einschalten. Ja, aber wir machen das einfach. Das ist doch kein Mensch, Mann. Ist egal, wir machen das einfach. Wir klären das einfach. Es ist eben doof gelaufen. Einer... Wir machen jetzt den Mann, wir machen das und wir holen die Leute einfach. Wird schon kommen. Hassan. 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 حاولنا أن نظهر أنه إحنا المسلمين ضد هذا التطرف، ضد هاي البشاعة اللي قاعد. Vor 2 Jahren die Gruppe 12thMemoRise. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir haben eine ISIS-Hinrichtung gemacht. Einen Monat später hat der Angriff in Charlie Hebdo leider Gottes stattgefunden. Dann folgte Belgien. Vor kurzem in Deutschland mehrere Angriffe und wir schweigen. Hauptsächlich die Muslime stumm. Wir sehen, dass die Politik mit solchen radikalen vom Ausland finanzierten Dachverbänden zusammenarbeitet. Wir sehen, dass sie ihre Freiheiten haben. Die Liedstände auf der Straße taten. Die ganze Welt ist nun überflutet vom Terror. Die Opfer werden beweint und die Mörder eher mit Waffen beliefert. Nichts hat sich geändert. Hören Sie mich überhaupt, Frau Merkel? Hören Sie mich? Dieses bisschen Unruhen im Land. Ja, ich denke, das hätte man vermieden können. Jedoch ist es so, dass ich nun mal nicht die Zeit zurückdrehen kann. Und nun zeig ein freundliches Gesicht, denn in Afghanistan und in Syrien haben wir so vieles geschafft. Wir schaffen auch das. Du musst rufen, wir schaffen das. Du musst rufen, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Es geht hier um ein Schauspiel, die Kinder unter 18 Jahren bei sich haben. Und die Erwachsenen, in denen... Das brauchen wir alles gar nicht eigentlich am Anfang. Da meint, wir hätten viel eher reden können, aber theatralisch hätte man sehr viel anders machen können. Das Gefühl hatte ich ja auch, dass die Menschen nicht wirklich komplett verstanden haben, weil als wir zu viel hatten. Das war auch sehr viele Details es war ja sehr kurzer Szene. Die Idee war auch ja so, diesmal. Ich weiß, aber dass wir, zum Beispiel Irak kam auch zu mir und sagte, ihr habt nicht klar dargestellt, ob es dafür war oder dagegen. Ja, es war so und so. Also manche Leute haben gesagt, dass es, das war gut. Und die Aktion hat viele richtige Sachen gezeigt. Und manche Leute haben nicht verstanden, was ist das, weil sie kommen ein bisschen spät. Also ich finde, was hat die Junge gemacht, es war gut. Aber sie müssen auf ihren Ziel Konzentration, ein bisschen mehr Konzentration. Eine Idee, nicht viel. So, soll ich? Ja. Liebe Leute, 12thMemoRise meldet sich aus dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Wir wollten auf die Straße, um mit den Menschen zu sein. Das, was ihnen geschieht, geschieht auch uns. Der Täter wurde noch nicht identifiziert. Man sieht aber, dass die Rechtsextremen das Ganze schon instrumentalisieren und die Muslime schon beten, bitte lasst ihn kein Moslem sein. Es ist ein Armutszeugnis, Leute, dass wir schon wissen, aus welcher Religion die Radikalität kommt. Liebe Muslime, wenn wir jetzt die Kurve nicht kriegen, dann ist es zu spät. Wir wünschen den Angehörigen der Opfer, den Familienangehörigen der Opfer viel Kraft, den Verletzten eine schnelle Genesung. Hier ist die Hauptstadt NRWs, hier ist Düsseldorf, hier ist 12thMemoRise. Genau. Atme bitte nicht so stark, atme sehr langsam, zumindest für die Zähne, okay? Das haben wir fertig, einmal, wo ich weggehe. Ist weg, ist okay. Ja. Können Sie bitte den Hund wegnehmen? Ella, komm. Bleib mal liegen. Kennt ihr das, wenn man das Gefühl bekommt, allein gegen die ganze Welt zu stehen? Allein gelassen nur, weil man mit der Wahrheit ist. Kritik aus den eigenen Reihen, Freunde und Geliebten verloren. Und spöttisch wird einem die Frage gestellt, willst du wirklich diesen Weg gehen? Ja, antwortet man. Und dann wird man von der Gemeinschaft boykottiert, man wird als abtrünnig bezeichnet, zionistisch. Die engsten Freunde, die man kennengelernt hat, verjagen einen, boykottieren einen. Und dann kommt noch mal die Frage, willst du wirklich immer noch weitermachen? Und dann sagt man, ja. Ich will mit dem Arsch ab. Kacke. Ja, bitte, stopp mal. Drück mal noch mal drauf. Ja. Ja, es geht dann. Raus. Oh, krass, Alter. War es sehr dunkel am Ende? Aber warte, ich muss das irgendwie raushauen. Warte kurz. Nein, 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 nicht. Seine Stadt brennt, seine Frau tot, angekommen auf einem Schlauchboot, an der Küste in den Zug gestiegen, während sie in seiner Heimat Blut vergießen. Auf diesem Boden sucht er Frieden, Bruderliebe, aber leider sind wir zu verschieden. Mit seiner Tochter Aische und seinem Sohn Musa will er nur ins Ruhrgebiet zu seinem großen Bruder. Sie sind in Sicherheit nach einem harten Weg, doch in den Augen seiner Kinder kann man Narben sehen.